Umgekehrt müssten wir rangehen. Mal nicht negativ denken, mal nicht in Form von Sanktionen denken, sondern umgekehrt. Wir könnten doch jetzt mit der russischen Regierung Verhandlungen aufnehmen und sagen, okay, die EU hat auch Fehler begangen, stimmt. Die NATO hat auch Fehler begangen, stimmt. Kann man doch einräumen, kostet doch nichts. Und wäre eine Selbstverständlichkeit. Sie haben auch Fehler begangen. Und jetzt zeigen wir Ihnen mal, wie eine Perspektive guter Beziehungen mit der EU und der NATO aussehe. Wie wir auch Ihre Sicherheitsinteressen berücksichtigen. Ich sage mal als Beispiel, die Raketen in Polen und Tschechien, wo Sie gesagt haben, es beeinträchtigt Ihre Sicherheit. Da hat der US-Außenminister zum russischen Außenminister gesagt, aber wieso, es hat doch gar nichts mit Russland zu tun. Da hat der gesagt, und wenn wir Raketen in Mexiko aufstellten und sagten, es hat nichts mit den USA zu tun, würden Sie das akzeptieren? Natürlich nicht. Also ich sage mal, wenn wir da anders herangehen, eine Perspektive aufbinden und dann sagen, aber das knüpfen wir an die Bedingung, dass diese Art von Politik aufhört. Sie dürfen jetzt nicht lauter russische Inseln suchen und meinen, die wieder zu Russland einverleiben zu können. Das wäre doch eine Perspektive. Gehen Sie doch mal positiv und nicht nur negativ ran, damit wir endlich ein Europa bekommen. Nicht gegen und nicht ohne Russland, sondern mit Russland. Sonst wird das auch mit unserer Sicherheit nichts. Und nun wollen Sie mit der Übergangsregierung der Ukraine den politischen Teil des Assoziierungsabkommens unterschreiben. Mit einer Regierung, die nicht aus demokratischen Wahlen hervorgegangen ist, der Faschisten angehören. Und wenn Sie uns angreifen, Sigmar Gabriel macht das ja auch, können Sie ihn mal bestellen und in die Ecke der kalten Krieger stellt, was Blödsinn ist, muss ich Ihnen mal ganz klar sagen, dann hören Sie doch wenigstens auf den EU-Kommissar und Sozialdemokraten Günther Verheugen. Er sagt, dass es richtige Faschisten seien, nicht nur irgendwelche Nationalisten. Das ist ein fataler Tabubruch und den wollen Sie auch noch Geld geben. Ich bitte Sie, ich finde, eine deutsche Bundesregierung muss hier ganz andere Maßstäbe setzen. Und, Kollege Gysi, ich will jetzt keine Zwischenfragen beantworten. Und ich meine das auch so. Und am 13. März habe ich hier ein Zitat gebracht von dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden Tjagnibok. Ich habe ihn zitiert. Er hat gesagt, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Und dann haben Sie, Frau Göring-Eckardt, gesagt, dass er das 2004 gesagt hat. Was wollten Sie denn damit sagen? Dass es verjährt sei? Oder wollten Sie sagen, dass er jetzt anders denkt? Aber entweder haben Sie nicht die Wahrheit gesagt oder sich zumindest geirrt. Denn das Zitat stammt vom Oktober 2012. Lesen Sie im Sozialdemokratischen Vorwärts nach. Ich würde mit dem Mann kein Wort wechseln. Schon gar nicht ihm einen einzigen Euro übergeben. Und mit ihm auf keinen Vertrag schließen. Gestern haben Svoboda-Leute den Programmdirektor des Fernsehens in Kiew zusammengeschlagen und zum Rücktritt gezwungen, weil er dokumentiert hat die Rede von Putin. Und der Hauptschläger ist Mitglied im Parlament des Ausschusses für Pressefreiheit. Am 9. Februar 1990 hat US-Außenminister Baker zu Gorbatschow gesagt, die NATO werde sich keinen Inch nach Osten ausdehnen. Frau Merkel, Sie und ich säßen vielleicht heute hier nicht im Bundestag. Herr Gauck wäre vielleicht nicht Bundespräsident, wenn die NATO diese Zusicherung nicht gegeben hätte. Der Preis von Gorbatschow für die deutsche Einheit und die Zugehörigkeit ganz Deutschlands zur NATO war der Verzicht auf die Ostausdehnung der NATO. Das haben Sie verletzt. Genscher hat es auch zugesichert. Und im Übrigen hat vielleicht Gorbatschow etwas mehr für die deutsche Einheit getan als die britische Regierung, wenn ich daran mal erinnern darf. Aus der NATO wurde ein Interventionsbündnis. 12 Staaten des ehemaligen Ostblocks wurden aufgenommen. 12 Staaten. Tschechien, Polen, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Und auf dem NATO-Gipfel, ich habe nicht bestritten, dass die das wollten. Das weiß ich. Aber die NATO wollte es auch, sonst kommt es nämlich nicht zustande. Und auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008 wollten die USA die Ausdehnung auf Georgien und Ukraine. Die wollten das ja vielleicht auch, aber da hat die Bundesregierung Nein gesagt, in den anderen Fällen nicht. Das haben sie immerhin verhindert. Und übrigens sagte Putin dort in Bukarest auf dem Gipfel wörtlich Folgendes, ich zitiere ihn, das Entstehen eines mächtigen Militärblocks an unseren Grenzen würde in Russland als direkte Bedrohung der Sicherheit unseres Landes betrachtet. Ende des Zitats. Warum wurde daran nicht gedacht? Warum das Gezerre von vornherein um die Ukraine, entweder zur EU oder zu Russland? Nie wurde begriffen, dass die Ukraine eine Brücke zwischen der EU und Russland sein muss. Und jetzt sage ich Ihnen ganz schnell die Lösung.
Lassen Sie den Unsinn mit den Sanktionen. Nur eine neue Spirale, weitere Zuspitzungen, sie bringen nichts. China macht nicht mit, das ist für Russland viel wichtiger. Sie müssen sie eines Tages sowieso wieder zurücknehmen und das wird eher peinlich. Zweitens, keine Abkommen und Verträge mit dieser Übergangsregierung, sondern Unterstützung bei der Vorbereitung und Beobachtung demokratischer Wahlen in der Regierung. Erst dann mit legitimer Regierung und ohne Faschisten Verhandlungen führen. Drittens, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine muss ausgeschlossen werden. Viertens, der Status der Ukraine als Brücke zwischen EU und Russland. Das ginge auch mit einer Mitgliedsperspektive der Ukraine in der EU, wenn es ausgehandelt ist, auch mit Russland und wir insgesamt eine Zusammenarbeit herstellen können. Fünftens, Russland bleibt aufgefordert, weitere militärische Drohungen und Androhungen, erst recht die Anwendung von Gewalt in der Ukraine und anderswo darauf zu verzichten und die Ukraine als souveränen Staat anzuerkennen. Das muss verbunden werden mit einer klaren, positiven Perspektive der Beziehungen zu Russland seitens der EU und seitens Deutschlands, und zwar eines Russlands als Bestandteil Europas und nicht außen vor. Und sechstens, faschistische Organisationen und Parteien sowie paramilitärische Einheiten und andere illegale bewaffnete Formationen sind in der Ukraine aufzulösen. Das staatliche Gewaltmonopol muss durchgesetzt werden und darauf müssen Sie bestehen, bevor Sie denen einen einzigen Euro überweisen oder Verträge mit ihm abschließen.